Mauern bleiben. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Little Big Planet 3. Im letzten Part sind wir in die Lagune gekommen und können heute mit einem der beiden Level anfangen. Und ich würde ganz gerne erst in das linke Level gehen, weil das hört sich beschissener an als das rechte. Und deshalb möchte ich das vorher gemacht haben. Jo. Klingt doch logisch. Hoffe ich mal. Okay. Du hast eine Mummel zu suchen. Steige sofort auf diesen Turm. Kriege ich das oder irgendwie ich hin? Ich stopfe dich in einen Umschlag und schicke dich auf die. Im dahinlaufen? Nee. Stinkesockeninsel. What? Wo komme ich denn da hin? Na egal, wir gehen ins Level. Bin heute mal großzügig. Turm des Maskenherstellers. Das klingt verdammt gruselig. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Masken. Also so diese altertümlichen Masken. Das ist einfach nur gruselig. Ich bin jetzt mal gespannt, ey. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wieder schnell hoch und runter. Ja, so Masken meine ich. Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht. Ist das Ketchup auf dem Boden oder ist das Blut? Blut würde für mich irgendwie keinen Sinn machen, weil das ist ein fucking Spiel ab 6 oder so. Wie komme ich da hoch? Hilfe! Das sieht sehr tödlich aus. Da oben ist auch was. WTF. Das kann ich aber nicht mit dem Blinzelball abschießen, ne? Oh. Nein. Nee, das geht nicht. Hätte ja sein können. Egal. Murmel zu finden? Brauchst du die Königinlichen? Stiefel! Oh, endlich die Stiefel! Die ich gefühlt überall schon gebraucht habe. Rufe einfach deine Sektasche mit der Zurücktaste auf und wähle sie mit Hilfe des linken Sticks und der Aktionstaste aus. Wenn du deine Schubstiefel anhast, kannst du unglaubliche Dinge tun. Wie zum Beispiel den linken Stick in irgendeine Richtung halten und die R1-Taste drücken. Wusch! Denk dran, ich sagte irgendeine Richtung. Ja, aber was bringt mir das? Versuch's mal. Ah. Ich kann damit auch sozusagen fliegen. Den linken Stick in eine beliebige Richtung zu bewegen. Okay, das ist natürlich nice. Komme ich damit zufällig wieder hoch? Weil jetzt wüsste ich, wie ich da hochkomme. Wow, du musst ernsthaft nochmal in das Level. Stark. Ach so, ah, jetzt sehe ich es erst. Okay. Die Stiefel sind schon cool. Muss man sagen. Die finde ich cool. Toll. Ja, ist halt blöd, dass man das nur einmal aktivieren kann, aber ich wollte das jetzt unbedingt haben, ne? Weil ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich nichts mehr habe. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch zusammen so viel holen, wie ich nur kann. Ich mache zwar natürlich nicht auf 100%, aber wie gesagt, das, was ich kann, will ich holen. Das ist mir auch mal egal, ob ich verreck. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah. Jetzt kann ich das Ding auch töten. Und ich komme jetzt da oben ran. Da sonst noch irgendwie was hinter? Nee. Nice! Was ist denn das? Ah, kann ich einen Doppelsprung machen? Schub auffrischer. Er lädt deine Schubstiefel auf, wann immer du.
du ihn berührst. Verwende Schubauffrischer, um deine Schubstiefel mehrmals zu benutzen. Das habe ich verstanden. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich denke mal links, weil hier geht's. Nur zu Stickern. Das heißt nur, wie gesagt, ich nehme die mit. Easy. Was haben wir hier? Ah, ein Button. Interessant, interessant. Okay, das sieht mir schon ein bisschen härter aus. Boah. Okay. Aber ich habe alles. So, wo geht's jetzt lang? Das sieht mir irgendwie viel zu richtig aus. Ah, hier gibt's Stege. Und die Stege habe ich natürlich noch nicht. Weil ich das Level ja noch nicht gespielt. Ja, das kann ja nicht sein, oder? Oder habe ich die Stege wirklich nicht. Oh, fuck. Das heißt, du musst es erst einmal durchspielen. Komme ich bestimmt an die da oben oder so. Das ist blöd. Ah. Okay, habe ich geschafft. So. Da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Ich wollte mich noch hier umgucken, aber hier ist nichts mehr. Alright. Boah. Das ist schon nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ah, okay. Okay, ich sehe. Okay, den Sticker zu holen, das wird gar nicht mal so einfach. Nein! Oh Mann. Vor allem, ich treffe den Sticker nicht. Weder beim Hinspringen noch beim Rückspringen. Wow. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich denn so blöd? Ich bringe jetzt einfach nur den Sticker an. So, weg mich jetzt. Schaffe ich das noch? Nee. Ah. Jetzt gehe ich ein bisschen zu studerisch mit meinem Leben um. Ich habe ja unendlich Leben, aber... Ne, trotzdem. Muss nicht unbedingt sein. Nein, nein, nein. Fuck. Ah, komm, nehme ich. Jawohl. Ah, da muss ich auch die Stiefel ver... Okay, man hat doch nicht unbegrenzt Leben. Habe ich verstanden. Fuck. Bin ich jemals in dem Spiel... Doch, ich bin einmal in dem Spiel gestorben. In welchem Level war das denn nochmal, wo ich mal gestorben bin? Nee, ich glaube, im Projekt bin ich, glaube ich, noch nirgendwo gestorben, oder? Das war damals beim Boss, beim zweiten. Beim ersten. Ich hab die Schubstiefel doch noch gar nicht. Och nein. Ich dachte gerade ernsthaft, ich hätte die noch. Um diese Murmel zu finden, brauchst du die königliche... Okay, wir machen das Level jetzt besser, Leute. Hoffe ich mal. Ja, ja, Schubstiefel. Laufe über sie, um sie aufzuheben. Rufe einfach deine Sekte. Ich weiß, wie die funktionieren. Ich habe das Level schon mal gemacht. Und wähle
sie mit Hilfe des Links. Aber wenigstens sind die ganzen Sticker eingesammelt. Das heißt, ich muss die nicht nochmal holen. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Wow, jetzt war die genau vor dem Bild. Ey, da war ich jetzt noch nicht mal dran schuld, aber einfach diese Nutte dran schuld. Entschuldigung, dass ich Nutte gesagt habe, aber... Mann. Das Gute ist halt einfach, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Bis ich wieder da bin, wo ich vorher war. Oh, jetzt hört doch auf. Ich hab das Level eben schon gemacht. Mädel. Ist doch gut. Ich hab's verstanden. Ja, ja. Schubfelder. Schön. So. Alright. So, da komme ich noch nicht hin, weil ich die Sticker noch nicht habe. Alright. Zack. Zack. Gut, ich bin gleich wieder da, Leute, keine Sorge. Boah, war das knapp, ich wäre beinahe da hängen geblieben. Ja, wenn man so durchwascht, sieht man erstmal, wie kurz die Level eigentlich sind, oder? Guck mal, ich bin jetzt wieder da. So gut wie. Hier habe ich ja eben meine ganzen Leben verloren. So, hier muss ich auch die Stiefel benutzen. Alright. Boah, der Gegner ist natürlich richtig assi. Ach, da kommen immer weh. Ach so. Sag mir, da ist doch einer, dass da mehr kommen. Ich mach mir hier voll den Stress. Nein, ich hätte noch nicht weiter gedurft. Da hätte es bestimmt noch Sticker gegeben. Ja, da gibt es auch noch Sticker. Oh, gut, gut. Nö. Nein, oh, na, jetzt lass. Jetzt, oh. Konzentrier dich nochmal. Nicht schon wieder verrecken jetzt. Nicht schon wieder verrecken. Oh nein, ich kann doch nicht mit. Aber da gab es Sticker, das habe ich doch gesehen. Ach nein, da komme ich jetzt hin. Nein! Ey, es kann doch nicht wahr sein. Kann der mal bitte sterben, danke. Ey, ich... Das Level ist nicht mal irgendwie schwer oder so. Oh, oh. Wow, jetzt habe ich mich gerade irgendwie da durchgeglitscht. Boah, ey, das Level, ne? Was? Ich stand da. Ich. Alter, so, wollt ihr mich verarschen? Das hat doch wohl gerade jeder gesehen, dass ich da stand. Also. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Okay. Checkpoint. Wobei. Checkpoint kann mir fast gefühlt schon egal sein.
weil ich eben so viele Leben wieder verloren habe. Dass ich eh gefühlt wieder... Nein! Oh Mann! Ich zweimal. Ich sehe halt nicht, ob ich da runter kann. Nö, kann ich nicht. Das kann ich ja nicht wissen. Verrecke. Wie komme ich denn sonst dahin? Ach so. Weiß nicht. Oh, hier, kann ich den benutzen. Nein. Dankeschön. Oh, ich habe aber Angst, dass ich mit jedem Tod wieder Game Over bin, ne? Fuck it. Boah, das sieht so übel aus. Das sieht so übel aus. Boah. Oh, ich glaube, ich bin am Ende. Da oben ist die Murmel. Yes. Boah, das Level war schwer. Das Level war schwer. Ja, jetzt habe ich natürlich den Glockensticker. Jetzt könnte ich die Glocken aufkleben. Wow. Das war hart. Ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das Level hart wird, weil Türme sind immer hart. Das nächste ist im Bauch des Wals. Da machen wir, da spielen wir ein bisschen Pinocchio nach. Das ist okay. Ups. Ah, jetzt komme ich da hin. Ah. So komme ich auch ganz hoch. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ah, hier ist Monstro. Um diese Murmel zu finden. Da will ich aber noch nicht hin. So Leute, ich beende den Part hier. Ich werde jetzt noch gleich in den Shop gehen. Einfach nur damit das abgesaved wird. Keine Sorge, ich werde da nichts kaufen oder sowas. Einfach nur damit es abgesaved wird. Und wir machen im nächsten Part. Stellen wir Pinocchio nach. Dann gehen wir nämlich in den Bauch des Monstrums. So. War ein hartes Level, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.